Okay, wir machen uns jetzt ins Studio, oder? Ja. Gut. Ich habe lange genug gewartet. Ich bin 3 Tage krank geschrieben erstmal. Ich auch. Ich bin auch ganz krank. Das dauert immer so lange. Ich bin echt krass krank auch. Angina oder was? Oder eher. Ich bin heute Morgen mit Angina aufgewacht. Genau. Okay, wir gehen jetzt ins Auto. Reden wir nicht lang drum rum. Tut mir leid, bis bald. Hat. Da. Hier Delle, hier Kratzer. Wenn ich jetzt aufschließe, merkt man gleich, Achtung, diese Tür geht ekelhaft auf. Die ist ein bisschen verzogen. Okay, lass uns losfahren. Alright, wir sind auf dem Weg ins Studio. Ein kurzer verwirrter Blick. Eine Frau mit großem Traum, auswandern, Familie, Haus bauen, Liebe und Vertrauen. Manchmal entspannt sie sich und lächelt dazu. Ja, den machen wir einfach ein paar Mal. Schön, aber der Flo war wirklich schon echt besser. War der Make-up besser? Ja, ach, Jungs. Ich muss ja doch mal eine Entscheidung treffen. Liebe und Vertrauen. Das machen wir jetzt gleich. Ich geh gleich rein. Ich mach mal seinen Rap gut jetzt. Der mein Herz schreit nach deinem. Du bist mehr als nur eine Freundin. Du bist mein Engel, mein Stern. Du bist meine Erleuchtung. Du bist die Frau, die ich brauch, wie die Luft zum Atmen. Bist der Engel, der mich liebt. Du bist einfach Wahnsinn. Du bist Platin. In deinen Augen verliere ich mich jedes Mal, wenn ich Tränen in ihnen sehe. Es ist die schlimmste seelische Qual. Ich bin dir gerne nah. Okay, da, bei diesem Ich bin dir. Das, davon muss ich aufhören. Das war auch so busy. Verklemmt. Geh mal raus, die Tür, ganz ehrlich. Komm mal nicht rum, Alter. Nee, ist echt schwierig. Du willst hier voll einen, mal willst mal Superstar machen, jetzt machst du doch welche Filme, nix an der Kabine. Warum? Sag doch jetzt, hast du gehört? Du sollst rausgehen, hat er gesagt. Wegen der Raumenge. Raumenge, dich fast. Ja, bin gern. Okay, nochmal. Also komplett weghauen, ja, bitte. Klar. Ich mach es zu einer Stelle. Ich mach es zu einer Stelle, dann machen wir. So arbeitet man richtig. Keine Geschäfte ohne Old House. Genau. So wird hart gearbeitet. Macht nur so Faxen. So wird richtig hart gearbeitet auf jeden Fall. Sie trainiert hier 1 gegen 0, spielt er da, glaube ich, gerade. Gegen den Ball. Jetzt zeige ich euch mal, wer am faulsten von allen hier ist, ja? Ja. Mich die da drüben. Ich gehe mal kurz stören. Ich wollte nur kurz ein Beispiel liefern, dass ihr beide die absolut faulsten hier seid. Ich würde so gern. Richtig gearbeitet wird, nämlich da drüben gerade. Ich würde so gerne mal was schaffen, Alter. Ich würde so gerne mal richtig was tun, weißt du? Ich sitze den ganzen Tag noch Ich sitze auch noch was zu arbeiten. Rund um die Uhr. Ihr sitzt. Ich hab viel Arbeit drüben, ja. Ihr sitzt eigentlich nur hier rum, oder? Macht ihr sonst noch was? Nee, wir machen nichts. Also ich persönlich 2 Laptops, weißt du so, guck ich mir so an, wie das Display langsam schwächer wird über die Zeit. Wieso wird es schwächer? Ja, LCD-Bildschirmausbrennungen. Wenn die lang ansehen. Die brennen sich ein, meinst du? Ja, ja, genau. Ja. Rechts ist schon richtig krass eingebrannt. Was ist da eingebrannt? Diese Pornoseite. Wo diese ganz vielen kleinen Bildchen sind, die man dann anschauen kann. Ja, die kenne ich auch. Du machst schon aber so aus Spaß auch da drüben, oder? Ja, ich mache nur Spaß die ganze Zeit. Nicht, weil ich damit Geld verdiene oder weil es sinnvoll ist. Nee. Okay. Warum auch? Aber ich habe auch den zweiten Bildschirm jetzt hier schon, damit ich sehe es auch grad, noch ja. mehr Spaß haben kann. Beim nächsten. Also ich gehe jetzt da mal wieder richtig arbeiten. Ja, okay. Wir machen halt den Scheiß weiter. Okay. Wenn es langweilig wird, könnt ihr zu uns rüberkommen arbeiten. Okay. Bitte? Ja, aber nur wenn wir Lust haben zu arbeiten. Ja, natürlich. Natürlich. Nee. So, also hier wird definitiv hart gearbeitet. Das ist ein Tanga. Das ist ein Tanga. Das ist ein Tanga. Wo ist der vierte, der Master? Ich
Das ist typisch. Das macht er immer. Weil er nichts zu tun hat. So teilnahmslos. Okay, läuft auch jetzt. So. Also, ihr lieben Kinofreunde. Das ist übrigens unser wunderschöner DJ, der ist auch da. Hi. Hi. Ja. So, jetzt darfst du auch mal kurz raten, für was das Video hier ist. Boah, ich würde überlegen. Boah, ich rate einfach mal wild drauf los. Ich schätze mal, es wird ein Podcast. Fast. Making of Cover. Okay, er hat beides mal falsch geraten. Und zwar, liebe Kinofreunde, wenn ihr fleißig zugeschaltet habt, dann seht ihr, dass diese Retro-Podcast-Reihe jetzt zu Ende ist. Und das hier, lieber Johnny. Nach zwei Folgen, oder? Nee, nach sechs. Sechs. Ich habe ja jetzt gerade die sechste Folge bearbeitet. Und wenn man das hier sieht, dann ist die sechste Folge auch online und dann hat man das jetzt gerade fertig geguckt. Genau. Und das ist jetzt praktisch die Abmoderation. Ja. Hast du sie alle geguckt? Alle geguckt. Und? Super. Fand's gut? Ja, ich fand die Spitze. Ja? Ich fand es großartig. Ja. Du warst ja damals noch nicht dabei, gell? Nee, genau. Einfach. Ja, auf jeden Fall endet es leider dann nach dem sechsten Podcast, weil ich auch versucht habe, eine andere Kassette noch in die Kamera einzulegen, um noch ein paar Impressionen einzufangen und noch ein paar Bilder reinzuschneiden. Aber leider, hätte geklappt, wenn nicht die Kassette kaputt gegangen wäre. Ja. Und um die Kamera zu retten, musste ich das Tape zerstören und rausziehen. Dabei ist es leider kaputt gegangen. Deswegen endet diese Retro-Podcast-Reihe genau hier, nämlich bei Teil 6. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war schön. Da kommt noch ein bisschen was. Wir planen nämlich was ganz Großes. Und zwar den Rap-Soul-Kinofilm. Und ich bin jetzt raus. Ich sitze immer noch an derselben Stelle, wie ich am Anfang saß. Hat auch lange gedauert. Genau. Ja, das sind die letzten Bilder auf jeden Fall. Das ist so hier der Bildschirm. Ja, da schneide ich jetzt hier das letzte Stück noch rein. Reicht aber, jetzt haben wir jetzt auch 2 Minuten gequatscht. Ich sage jetzt tschüss, kannst du auch noch kurz was sagen? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Retro-Podcast. Und was will Peter Lustig von Löwenzahn sagen? Ausmachen. Abstellen. Werden Sie ausmachen jetzt. Reicht.